Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Ja, wo fange ich an? Vor kurzem war ich wieder am Recherchieren, das heißt, ich sitze in meinem Arbeitszimmer, nehme mein Regal und schaue mir die Bücher an, die da alle stehen und dann finde ich was Interessantes oder will was nachlesen oder raussuchen und stolper dann wieder über viele Sachen und irgendwas davon finde ich dann super und will ich dann hier vortragen. In diesem Fall war das so, dass ich immer mal wieder von euch in den Kommentaren die Frage oder die Bitte lese, macht doch mal was über Kurt Knispel. Das habe ich ja schon mal gemacht, aber Kurt Knispel, ich sag mal, wabert ja durch alle Bereiche durch. Und warum das so ist, da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall habe ich mir dann das Buch über Knispel wieder geschnappt und habe das ein paar Sachen rausgesucht, die ich wissen wollte. Und dann habe ich überlegt, Mensch, eigentlich weißt du gar nicht so genau, wie Knispel zu Tode gekommen ist. Und dann habe ich mir das alles nochmal durchgelesen und habe gesagt, also ist immer interessant zu wissen, weil wird man wissen, wir es ja eigentlich. Und naja, auf jeden Fall war das für mich nicht ganz Neues, aber vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen und schon mal gelesen. Das brachte mich auf jeden Fall dazu, dieses Video zu machen über die letzten Monate und Wochen in dem Leben von Kurt Knispel. Was macht diesen Kurt Knispel so besonders für die Leute, die das nicht wissen? Also er war der erfolgreichste Panzerkommandant oder beziehungsweise der erfolgreichste Panzerschütze im Zweiten Weltkrieg gemessen an den Abschusszahlen. Knispel war ja Richtschütze in einem Tiger und nachher war auch Kommandant auf einem Tiger und hat insgesamt 168 bestätigte Abschüsse und diese Zahl hat eigentlich keiner erreicht. Jetzt muss man natürlich auch wissen, es gibt auch noch 30 unbestätigte Abschüsse. Das heißt also, wenn so eine Besatzung meldet, wir haben Panzer abgeschossen und es wird nicht verifiziert, ist genau wie bei den Jagdfliegern, da müssen Abschüsse immer bestätigt werden, dann werden die nicht gewertet. Das heißt, vielleicht hatte Knispel sogar über 200 Abschüsse. Wenn man jetzt immer denkt, Michael Wittmann war der erfolgreichste, das stimmt nämlich nicht. Wittmann hatte, wenn ich mich recht erinnere, 138 Abschüsse und Otto Karius sogar 150. Schlag mich nicht, wenn ich jetzt über ein oder zwei Abschüsse falsch liege, aber ich meine, mich da so daran zu erinnern. Das heißt also, Knispel war der erfolgreichste und Knispel hat auch den Krieg nicht überlebt. Deswegen natürlich auch dieses Video, weil er kurz vor Kriegsende, also im April 45, vor dem Feind gefallen ist. Ja, und diese letzten Wochen und Monate in dem Leben von Kurt Knispel, das will ich euch jetzt gerne mal vortragen und vielleicht ist für den einen oder anderen Neuland, die anderen kennen das vielleicht schon, wie auch immer, finde ich, hat der Mann das verdient, dass man das vielleicht nochmal erzählt. Ich weiß, kann man alles nachlesen, wenn man will, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen interessanter, sich zurückzulehnen, Tasse Kaffee zu nehmen und einfach mal zuzuhören. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was dort passiert ist, 45, und dann denke ich mal, ist das der richtige Weg, um damit umzugehen. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir an. Einige Tage, nachdem die Alliierten in der Normandie gelandet waren, konnten die neuen Königstiger einsatzbereit gemeldet werden. Per Bahn wurden sie nach Westfrankreich verlegt, das seit dem 6. Juni 1944 zur Kampfzone geworden war. Die Panzer wurden 80 Kilometer westlich von Paris entladen. Die Königstiger brauchten alleine für die letzten 200 Kilometer des Landmarsches 4 Nächte. Es konnte wegen der feindlichen Luftüberlegenheit nur bei Nacht gefahren werden. Es gab einige Ausfälle, die aber ersetzt werden konnten. Am 8. Juli wurde das Departement Dreux erreicht und am 11. Juli wurde das Bataillon in Alarmbereitschaft versetzt. Britische Panzer waren durchgebrochen. Knispel hatte wieder Platz genommen auf dem Sitz des Richtschützen. Als sie die ersten Gefechte hinter sich gebracht hatten, hatte die 3. Kompanie 11 Feindpanzer vernichtet. Knispels Anteil am Erfolg dieses Tages lag bei 2 Panzern. Das Gefecht ging weiter. Am 30. Juli erhielt die Abteilung den Rückzugsbefehl nach Saint-Lô. Im Raum Saint-Pierre wurde die neue Position bezogen. Als die Abteilung von britischen Kräften in den Flanken überholt wurde, kam es am 14. August zu einigen schweren Gefechten und Überfällen der feindlichen Jagdbomber. Beim 3. Angriff wurde der Panzer von Knispel getroffen. Kurt Knispel zog den schwer verwundeten Kommandanten aus dem Panzer und brachte ihn auf seinen Arm in Deckung. Aber die Verwundungen des Kommandanten waren so schwer, dass er am 15. August seinen Verletzungen erlag. In der folgenden Nacht waren Partisanen in Tichville an einen Keller herangekrochen, in dem die Männer der Abteilung 503 Schutz gesucht hatten.
Es war Knispel, der in wilder Rage seine MP schnappte und die Partisanen mit einigen Feuerstößen auseinandertrieb. Am selben Tag fiel der Panzer 124 aus und am 18. August waren es die Wagen 113, 111, 100 und 122, die im Kessel gesprengt werden mussten, um nicht in die Hände des Feindes zu fallen. Am 20. August mussten zwei der letzten Königstiger gesprengt werden und die Besatzungen schlugen sich zu Fuß durch. Kurt Knispel kletterte in den letzten Königstiger und fuhr ihn als Kommandant. Mehr als einmal bewahrte er seinen Panzer und seine Besatzung vor der Zerstörung. An Brennpunkten eingesetzt, schoss er auf große Distanz feindliche Panzer zusammen, die ihn nicht sehen konnten, und rollte durch die Sperren der Feinde. Sein Name war auch im Kessel von Saint-Lô in aller Munde. Er wurde hier zum Wunder der deutschen Panzerwaffe. Ende August wurden die Reste der Abteilung nach Deutschland zurückgeschafft. Der Verlust von Saint-Lô und tausende deutscher Soldaten im Kessel zeigte auch Knispel an, dass der Kampf in der Normandie verloren war. Einer der wunderbarsten Ereignisse dieser ganzen Schlacht war die Tatsache, dass Kurt Knispel und Unteroffizier Lochmann auch hier nicht verwundet wurden. Dies nährte den Mythos ihrer Unverwundbarkeit. Das Bataillon wurde im Raum Paderborn versammelt. Die 1. Kompanie kam nach Bentfeld, die 2. Kompanie nach Eilsen und die 3. Kompanie wurde nach Hövelhof verlegt. Von dort konnte Kurt Knispel, inzwischen als hochdekorierter Panzersoldat, ein letztes Mal in den Urlaub fahren. Die Einheit wurde auf volle Stärke aufgefüllt. Ersatz kam vom 500. Panzerersatzbataillon, das in Paderborn stationiert war. Als große Überraschung erhielt die Panzerabteilung 45 neue Tiger II. Mit den Ersatzleuten, die teilweise von anderen Panzerverbänden kamen, war man sich rasch einig. Die Übungen verliefen zu aller Zufriedenheit und am 8. Oktober wurde die gesamte Abteilung bei strömenden Regen verladen. Ihr Marschziel war Ungarn und dort sollte so schnell wie möglich Budapest erreicht werden. Das Ziel wurde am 14. Oktober erreicht und die 1. Kompanie zog in Skonomedi unter. Energische deutsche Interventionen waren notwendig, um einen ungarischen Abfall vom Bündnis zu verhindern, in den sogar der ungarische Staatschef Admiral Horthy verwickelt sein sollte. Mit seinem Kameraden und Freund Leutnant Rubbel unternahm Knispel einige spektakuläre Einsätze. Sie erzielten mehrere Erfolge, bis schließlich Rubbels Panzer angeschossen wurde und ausfiel. Rubbel selber wurde hierbei ein viertes Mal verwundet. Er blieb aber bei der Abteilung und leistete Dienst als Nachrichtenoffizier. Oberstleutnant Rubbel erinnerte sich: »Ich war da, als Hauptmann Dr. von Diest-Körber Kurt Knispel um den Hals fiel, der zum Rapport gekommen war, um zu berichten, dass er gerade seinen 126. Feindpanzer abgeschossen hatte, und mit großer Anteilnahme seiner Stimme sagte: „Knispel, wenn ich das Ritterkreuz hätte, würde ich es abnehmen und ihn verleihen, hier und sofort.« »Danke, Hauptmann«, antwortete Knispel, der sich kurz nach dem Erscheinen von Leutnant Rubel im Geschäftszimmer gemeldet hatte und in den Raum geführt worden war. »Aber Sie machen mich verlegen. Es ist ja nicht das Ritterkreuz, das den Soldaten ausmacht, sondern seine Taten. Das ist wahr, Knispel, aber niemals kann unser Respekt vor Ihnen und Ihren Leistungen höher sein als heute. Sie haben das Ritterkreuz dreimal verdient und ich will alles daran setzen, dass Sie es auch kriegen.« Hauptmann Dr. von Diest-Körber füllte den Antrag sofort aus. Es war insgesamt der 4., in dem Kurt Knispel zum Ritterkreuz vorgeschlagen wurde. Aber auch dieser blieb im Netz des Papierkrieges hängen. Allerdings war eines geschehen, das zeigte, dass zumindest beim Korps etwas angekommen war. Einige Tage darauf erschien der 2. Generalstabsoffizier des 3. Panzerkorps. Er bat den Feldwebel Knispel zu rufen, begrüßte ihn herzlich und verkündete: »Feldwebel Knispel, ich gratuliere Ihnen zu Ihren Erfolgen, die in der ganzen Panzerarmee einmalig sind, und wünsche Ihnen auch weiterhin Soldatenglück. Ich kann Ihnen versichern, dass Ihre Einreichung durch Hauptmann von Diest-Körber zum Ritterkreuz das Korps erreicht hat und mit der stärksten Zustimmung weitergeleitet wird. Danke sehr, Herr Oberstleutnant. Ich nehme Ihren Zuspruch für die Tat.« Zuerst war der Oberstleutnant verblüfft, als er mit fragendem Blick den Bataillonskommandeur ansah. Hauptmann Diest-Körber erklärte: »Kurt Knispel ist eine Stütze nicht nur unserer Abteilung, sondern des gesamten 3. Panzerkorps.
Er hat das Ritterkreuz schon viele Male verdient. Er wurde mehrfach zu dieser Auszeichnung eingereicht, hat es jedoch nie erhalten. Dies war einfach unverständlich, denn auch als Kommandant des neuen Königstigers hatte er weiter große Erfolge im Kampf Panzer gegen Panzer erzielt und oftmals die Frontabschnitte gerettet, in denen er eingesetzt war. Wenn diesem Soldaten ein besonderer Platz in der Reihe der Ritterkreuzträger eingeräumt wird, so wird jeder Leser diese Platzierung voll zustimmen. Hier wird die Geschichte eines unvergleichlichen Einsatzes, einer unerschütterlichen Treue und Opferbereitschaft und das Leben eines Panzersoldaten in allen Phasen des Einsatzes dargelegt. Knispels Glück, das ihm nicht verloren ging, hielt an in den Kämpfen zwischen Theiß und Donau. Jedem Bataillon schien wie ein Wunder, dass er niemals im Gefecht verwundet wurde. Unter dem Kommando von Hauptmann Diestkörber wurde die 1. Kompanie am 21. Oktober in schwere Straßengefechte in Metzetür, Ungarn, verwickelt. Knispels Panzer schaltete 3 Panzerabwehrkanonen und ein T-34 aus. Dann wurde der Angriff abgebrochen. Am 22. Oktober griff das Bataillon in der Nähe von Török-Szentmiklós an. Die 3. Kompanie sicherte den Weg mit 5 Panzern. Nach ihnen fuhr die 1. Kompanie. Während der Kämpfe geriet Leutnant Fürlinger in eine russische Packfront und wurde von allen Seiten beschossen. Er brachte seinen Tiger zurück mit sage und schreibe 24 Treffern. Als Ende Oktober 1944 die Abteilung in Szeglet sammelte und am 1. November zwischen Szeglet und Kecskemet eingesetzt wurde, standen die Königstiger erstmals im erbitterten Kampf gegen die überschweren Josef Stalin Panzer, die mit einer Kanone von 12,2 cm ausgestattet waren. Aber auch diese fielen den Granaten der Königstiger zum Opfer. Während der folgenden Wochen kam Feldwebel Knispel zu weiteren Erfolgen gegen die russischen Panzer. In mehreren Fällen schoss er aus höchster Distanz von mehr als 3000 Metern seine Gegner zusammen. Seine Abschussliste wurde länger und länger und jeder in der Abteilung erwartete, dass irgendwann die Zahl von 200 Abschüssen erreicht werden würde. Die weiteren Einsätze führten die Abteilung zum Plattensee. Bei der Erstürmung eines russischen Brückenkopfes am diesseitigen Ufer eines großen Flusses gelang es Knispel bei einer Gelegenheit, in 2 Vorstößen mehrere Feindpack 762 und 3 Panzer abzuschießen, bevor sie entkommen konnten. Nachdem er einige Infanteriestellungen niedergekämpft hatte, machte er den Panzergranadieren Platz, um den Brückenkopf auszuschalten. Mit Befehl des Oberkommandos des Heeres vom 19. Dezember 1944 wurde die schwere Panzerabteilung 503 ins Panzerkorps Feldherrnhalle integriert und wenig später die Abteilung in schwere Panzerabteilung Feldherrnhalle umbenannt. Kommandeur der Feldherrnhalle war Oberst, dann später Generalmajor Dr. Franz Beke, der die alten Kampfgefährten freudig begrüßte. Am 9. Januar 1945 wurde die Abteilung für einen Angriff der 23. Panzerdivision zugeführt. Leutnant Piepgras leitete jene 4 Königstiger der 1. Kompanie. Diese vernichteten in einem Gefecht allein 7 feindliche Panzer, 2 davon gingen auf das Konto von Kurt Knispel. Ende Januar, mitten in einem schweren Schneesturm, wurden die Tiger gegen feindliche Panzer eingesetzt, die durch die Front gebrochen waren. 50 feindliche Panzer waren am 1. Februar südlich von Gyula gemeldet worden. Die 3 einsatzbereiten Königstiger unter Leutnant Piepgras stoppten die Angreifer. Nachdem sie den 1. Feindpanzer abgeschossen hatten, erhielt Leutnant Piepgras über Funk die Mitteilung, dass 20 weitere Feindpanzer im Anmarsch waren. Als der Tiger von Hauptmann von Diestkörber, der wieder die Führung übernommen hatte, schwer getroffen wurde, verließ der Abteilungskommandeur den Königstiger und wollte in einem Wagen zur Panzerbereitstellung fahren. Von dort wollte er mit dem Reservetiger wieder zurückkehren, aber sein Wagen wurde getroffen und verlor ein Rad. Hier war es Leutnant Otto Bayer von der 2. Kompanie Schwere Panzerabteilung 503, also nun der Feldherrnhalle, der das Deutsche Kreuz in Gold errang, das ihm am 18. März 1945 verliehen wurde. An diesem ereignisreichen Tag wurden 17 Feindpanzer vernichtet. 3 gingen abermals auf das Konto von Kurt Knispel. Als der 13. Februar heraufzog,
rollten die Wagen der Abteilung in Ruhestellung nach Cesus. Hier konnten sie für einige Tage dem Gemetzel entkommen, während die in der Werkstatt liegenden Tiger mit aller Kraft wieder einsatzbereit gemacht werden konnten. Am 17. Februar rollten die Panzer in den Raum nördlich von Kürth. Einige Panzer, man glaubt von 7 zu sprechen, kamen aus der Reparatur zurück und somit verfügte das Bataillon nunmehr wieder über 22 Tiger. Feindliche Pack und Minen war der Grund für die ersten Verluste. Hauptmann von Diest Körber wurde verwundet, während die Stellung einer Feindpack kreuzte, die in Lauerstellung gelegen hatte. Leutnant Herlein übernahm zeitweise die Abteilungsführung, bis Hauptmann Karl Wiegand, Kommandeur der Stabskompanie, nach vorne kam und das Kommando über das Bataillon übernahm. In der folgenden Nachtattacke führte die Abteilung zu einem Erfolg, der die Russen dazu zwang, endlich ihren Brückenkopf am Graal im Frühlicht zu räumen. Ende März kam Hauptmann von Diest Körber zur Abteilung zurück aus dem Hospital. Dies entgegen der Weisung des Arztes. Der 7. März sah die Abteilung wieder unterwegs nach Verebley, wo starke Partisanengruppen versuchten, die rückwärtigen Verbindungen des Heeres lahmzulegen und die rückwärtigen Dienste in Nachtüberfällen zu massakrieren. Dieser Spuk wurde durch die Tiger ein rasches Ende bereitet, indem sie deren Hauptquartier hinter einem schmalen Flusslauf zusammenschossen. Am Abend des 22. März machte die 1. Kompanie eine wilde Feier. Kurt Knispel war einer der fröhlichsten. Sein Optimismus war ansteckend. Es war wie in alten Tagen und niemand, der ihn nicht gekannt hätte, hätte erraten, dass dieser junge Mann in ihrer Mitte der erfolgreichste Panzerschütze in der ganzen deutschen Wehrmacht war. 3 Tage später begann eine erneute russische Offensive entlang der Front am Gran. Den Russen glückte an verschiedenen Stellen der Übergang über den Fluss und sie errichteten Brückenköpfe am diesseitigen Ufer. In der Nacht des 27. März kam es zu einem Gefecht mit starken russischen Truppen, bei dem Leutnant Fürlinger, Kompanieführer der 1. Kompanie 503 in Verebly, durch einen Granatsplitter tödlich verwundet wurde. Nach einem Abwehrerfolg am 29. März und der Errichtung einer Sperrstellung nahe Schloss Bab ging der Rückzug bis zum 13. April Schritt für Schritt weiter. Dies war, so die Meinung von Kurt Knispel, die er dem Kameraden Rubel mitteilte, unser Schwanengesang. Am 14. April wurde die Abteilung zur 357. Infanteriedivision hinübergeworfen, da deren Hauptkampflinie stabilisiert werden musste. Es gab bis zum 19. April einige schwere Gefechte gegen Feindtruppen, die beiderseits die deutsche Hauptkampflinie überflügeln wollten. Von den 13 Panzern, die abgeschossen wurden, war Knispel mit 4 Erfolgen beteiligt. Am 21. April gelang ihm abermals der Abschuss von 4 weiteren Panzern und 3 Pack. Sein Tiger war einer der 5 Tiger, die das Bataillon in den Kampf werfen konnte. 3 Tiger, die aus der Werkstatt kamen, stießen hinzu. Als eine russische Kampfgruppe eine von deutschen Truppen besetzte Farm angriff, wurde der Panzergegenstoß von Knispels Tiger II geleitet. Sie stellten kleine Gruppen Feindpanzer und wieder fielen 3 von ihnen der Kanone von Knispels Panzer zum Opfer. Nach diesem Abwehrerfolg wurden die Panzer nach Laa befohlen. Leutnant Paul Linkenbach, Zugführer in der 2. Kompanie, wurde schwer verwundet und ebenfalls zum Ritterkreuz eingereicht. Auch dieser Vorschlag versandete irgendwo. Bereits als Oberfeldwebel in der 6. Kompanie Panzerregiment 36 hatte er am 18. Juni 1943 das Deutsche Kreuz in Gold erhalten. Er erlag seinen schweren Verletzungen. Von Zingendorf aus rollte der Verband am 26. April nach Wostitz. Am nächsten Tag wurden die schweren Kämpfe wieder aufgenommen, die bis zum 30. April andauerten. 6 Feindpanzer wurden abgeschossen, einige davon durch Knispels Wagen. Es war der 29. April 1945. An diesem Tag hatte Knispel nach Angaben von Mitgliedern seiner Kompanie seinen 168. und damit letzten Gegner besiegt. Angegriffen von einer Reihe T-34 wurde sein Wagen getroffen und bei der sich anschließenden Explosion der Munition im Panzer ging die gesamte Besatzung unter. Feldwebel Skoda, der Knispel noch zu Hilfe eilen wollte, wurde ebenfalls abgeschossen. Der unerreichte, unbesiegbare Feldwebel Knispel war nicht mehr.
ein unbesiegbarer Kämpfer, hatte seinen Einsatz in der letzten Aktion seiner Abteilung im Zweiten Weltkrieg mit dem Leben bezahlt. Unser Leben wurde durch seinen Tod ärmer. Wir hatten so oft seine Stimme über Funk gehört und seine Aufrufe an die Panzer seiner Gruppe zum wagemutigen Einsatz in unzähligen kritischen Situationen, als es darum ging, Kameraden zu Hilfe zu eilen. Einer der besten Soldaten des deutschen Heeres war in einem unvergleichlichen Siegeslauf nur wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges gefallen. Niemand, der ihn gekannt hatte, konnte ihn vergessen, diesen geborenen Kämpfer mit niemals fehlender Courage und seiner stetigen Bereitschaft zu helfen. Ja, wie das immer so ist bei Recherchen zu dem Tode von, ich sag mal, Persönlichkeiten des Zweiten Weltkrieges, werden ja immer wieder neue Sachen gefunden und aufgedeckt, und das war auch im Fall von Kurt Knispel so. Also die Geschichte hatte davon ja berichtet, dass er in seinem Panzer mit seiner Besatzung gefallen ist, und das ist nicht richtig, denn im April 2013 wurden von Archäologen die Überreste von Knispel und weiteren deutschen Soldaten gefunden. Und bei der Untersuchung stellte man fest, und es wurde dann nachher auch noch bestätigt, dass seine Besatzung aus dem angeschossenen Tiger herauskam, aber Knispel im Turm stehend durch eine MG-Gabe getroffen wurde. Als er dann zum Hauptverbandsplatz gebracht werden sollte, explodierte auch noch eine Mine, und dabei wurde Knispel tödlich getroffen, also mit einem Schrapnell in der Stirn, und dadurch ist er dann final gestorben. Mittlerweile liegen seine Überreste auf einem deutschen Soldatenfriedhof bei Brünn.